whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute geht es um die Brennerei Dalmore. Und Dalmore ist mir eine der liebsten. Schon vor 15 Jahren, im Jahr 1995, habe ich diese Brennerei besichtigt und war von der Vielzahl unterschiedlicher Brennblasen begeistert. Hier kann man sehr unterschiedliche Malt Whiskys herstellen, die dann im finalen Produkt, einem Single Malt, zu ganz tollen, unterschiedlichen, komplexen Aromen kommt. Dazu braucht es eines Master Blenders besondere Art, in diesem Fall Richard Patterson, der dort in dritter Generation bereits Master Blender ist, der diese Malt Whiskys immer wieder aufs Neue hervorragend kombinieren kann. Und seit vielleicht 5 Jahren gibt es nun diesen Dalmore 15 Jahre, den ich heute vorstelle. Und der ist nun schon über dem Standardalter eines Single Malts von 10 bis 12 Jahren hinaus, ist damit schon etwas Besonderes. Hier sogar in der 1-Liter-Flasche aus dem Reisebedarf, aus dem Travel Value, besonders günstig. Und der durfte nun zuerst in amerikanischen Ex-Bourbon-Fässern reifen und anschließend in spanischen Sherry-Fässern. Methusalem Bayers als eines der berühmtesten Bodegas, aber auch Apostolis oder Amoroso Sherryfässer. Das gibt dem Malt eine Fülle, eine Kraft, eine Komplexität. Und dazu die amerikanischen Ex-Bourbon-Fässer, die einen schönen Grundcharakter. Ich liebe diesen Plop. Und schon beim Öffnen verströmt dieser Malt Sherry-Aromen. Ja, ganz, ganz tief. Oh. Der riecht schon, als ob das ein 100% Sherry-Fass gereifter Malt wäre. Auch wenn in dem Beipackzettel steht, dass hier Ex-Bourbon-Fässer mit dabei waren. Viel kann es nicht gewesen sein. Das Sherry-Aroma ist überwältigend. Dahinter schwimmt, verbirgt sich so als tragende Stütze Vanille, aber der Sherry drückt dermaßen oben drüber. Sehr gewaltig, sehr süß, sehr fruchtig. Die Amoroso-Sherry-Fässer gehören zu den wirklich süßen, fruchtigen. Und die Methusalem Bayers, dieses berühmte Weingut, diese berühmte Bodega, die durfte schon bei Dalmore sehr oft ihre Sherry-Fässer für die besten Single Malts zur Verfügung stellen. Mit der Zeit kommt dahinter mein Lieblingsgewürz zum Tragen. Ich stehe auf Zimt. Zimt ist für mich das Größte. Und der kommt nur so ganz langsam hinter dem Sherry durch. Dazu sowas Weihnachtliches wie eine Orange gespickt mit Nelken, wie das die Großmutter immer auf den Kaminzimt stellte. Und dazu eine gewisse Zitrusfrucht, wie sie eigentlich den nördlichen Highlands und ganz besonders Dalmore so üblich ist, so nahe steht. Jetzt wollen wir probieren. Voll, fruchtig. Etwas prickelnd. Würze kommt jetzt. Fast hätte ich es mit einer alkoholischen Schärfe verwechselt, aber würzig. Dieser Malt hat, obwohl er aus dem Travel Value stammt und in einer 1-Liter-Flasche abgefüllt wird, 40%, also der Alkohol, ist es nicht wirklich. Eine Würzigkeit, die sicherlich aus den europäischen Eichenfässern herstammt. Und jetzt kommt da
Das Zimt, die Vanille noch deutlicher. Und über alles Sherry. Wer Zitrusfruchtaroma mag, wer Orangen mag, wer Sherry mag, dem ist dieser Single Malt ganz ans Herz gelegt. Und ich freue mich, wenn Sie nach dieser Flasche bei uns im Shop suchen werden. Es gibt sie auch in der 0,7 Liter Flasche, wenn Ihnen die 1 Liter Flasche vielleicht für Ihr Barfach zu hoch ist oder einfach zu viel drin ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.